Und ja, das wird lustig. Ja, das ist schön, dass es lustig wird. Ein wunderschön, liebes YouTube, ne? Nachdem wir gerade Outlast fertig gemacht haben und das DLC war mit einem knappen Vorsprung von 100%. Die Leuteschaft der Meinung, wir spielen jetzt hier dieses hübsche Spiel weiter. You can adjust the gabber by moving the slider. Ja, das finde ich gut. Das ist in Ordnung. Jo. Ja. Jedenfalls spielen wir jetzt, ich muss glaube ich noch umstellen, die Sprache hoffentlich. Wir spielen, wie man es unschwer erkennen kann, Outlast 2. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde. Wahrscheinlich. Deutsch mit Untertitel. Oder ist es komplett in Deutsch? Ich glaube nicht. Ne? Ich mache erstmal Aplü. So. Die Musik ist ja schon wieder herrlich. Ist überhaupt nicht. Und kein Fehlschlag in Quicktime-Events. Ja, bitte. Bitte. Danke. Achso, warte mal. Controller sollte ich vielleicht abziehen? Nicht, dass es dann nachher hier zu irgendwelchen irreparablen. Und ich sehe gerade, wir müssen wahrscheinlich noch was abschalten. Ich hoffe, das geht. Empfohlen Native, okay, Texturen sehr hoch, das ist gut. Schatten hoch, Geometrie hoch, Nebel hoch. Wenn es ruckelt, schalten wir es wieder runter. Unschärfe, ab mit dem Ding. Dreipuff, okay, ich sehe schon, es gibt nicht die Möglichkeit, das Kriseln wegzukriegen. Ich glaube, da muss ich noch nachgucken. Das Kriseln muss weg, weil... Wir sind jetzt, ihr seht jetzt gerade einen statischen Bildschirm für euch. Wahrscheinlich seht ihr hier oben das Kriseln. Und, aber statisch im Sinne, der Hintergrund bewegt sich so gut wie gar nicht. Und trotzdem habe ich, keine Ahnung. Das ist enorm. Deswegen muss ich da kurz erstmal mal nachgucken. Ne? Und dann fangen wir jetzt einfach nochmal an und schauen mal, ob das dann jetzt gleich funktioniert mit dem... Mit dem Deaktivieren des Effekts. Sollte es nicht funktionieren, spielen wir erstmal einfach weiter und gucken uns das an. Und ich werde versuchen, dann zum nächsten Mal das alles abzuschalten. Vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm. Also schlimmer als das Spiel vorher kann es ja nicht sein. Ne? Und wenn ich hier schon sehe... Ach, warte mal. Hier wird F8 noch nicht gehen. Es geht! Es geht. Vielleicht sollte ich das in Steam-Forum schreiben. Okay, ja, na klar geht das. War ja sowas von... Okay, kein Spaziergang. Ich sterbe gern. Albtraum, Wahnsinn, Story-Modus. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich weiß nicht, ob da überhaupt Gegner kommen. Ich würde gerne den Story-Modus nehmen. Ich sterbe gern. Nee, ich will nur spielen. Bitte. Gut, Outlast 2 enthält schwere Gewalt. Ich möchte darauf hinweisen, es steht sogar extra da. Im ersten Teil stand es nicht. Enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Hauptsache, es kommt keiner, der mich so lieb hat wie der letztens. Lynn Langermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer, solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch. Oder sterbt. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Ich guck mir das an, Wolf. Oh. Auf jeden Fall. Okay, wir müssen den Ton noch einstellen. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids? Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here.
Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Im Übrigens, die Petra hat entschieden, kleiner als vorhin. The fuck? Meine Brille. Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Oh, warte mal. Es ist sehr schnell. Kleinen Moment. Blicke. Oh, die Lautstärke ist ein Regler. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Who's your Selbsterwürgung ist keine übliche Todesursache. Okay, das ist ein bisschen zu langsam gerade. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Oh. Das ist ein sehr sensibler, ich glaube jetzt... Der Junge sind wir, oder was? Schön sieht's ja aus, ja. Nicht ganz so grisselig wie vorher. Ja, der Regler ist ein Sensibelchen, das stimmt. Das singt wie ein Klagelied. Das ist gerade der Musikunterricht oder so. Ich kann nicht rennen übrigens. Ich wusste es. Ach, ein Polylux. Ah, guck mal, Februar. Frühstücksmenü. Hühnchen-Style Sausage. Rice, Cinnamon Snack Waffle. Applesauce, Apple Juice Milk. Mm. Keine Schule am Tag des Präsidenten. Das ist ja cool. Mhm.
Pizza zum Frühstück. Okay. Aber schön detailliert, ja. Schöne Korkwand. Holiday Concert. Teilnehmer. 3. Ja, schulfrei. Am 15. ist schulfrei. Denk dran. Hä, zweimal dasselbe eingeschriebene? Das ist doch Quatsch. Sagen wir hier, Highschool-Finalexamen. Da nochmal. Und da ist nochmal der Essensplan. Hier ist nochmal der Essensplan. Mit dem Konzert. Immer noch 3. Ich würde mal sagen, da hat jemand synchron aufgehangen. Aber der Pfiff ist wirklich sehr klein. Glück, die Kamera ist noch da. Oh nein. Fuck. Lynn? Lynn? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Wie Aufnahme ansehen? Mehr habe ich nicht. Der hat wirklich das aufgenommen, was ich gemacht habe. Krass. Okay. Mehr Dateien haben wir nicht. Ich kann ein paar Dateien scheinbar machen. Okay, das ist gut. Und finde Lynn. Lass mich raten, ich kann hier runterfallen, oder was? Ich stehe nochmal. Ah, ne, ich stehe nicht nochmal auf. Okay. Oh, ich hab doch... Da komme ich nicht hoch. Oh, vielleicht nehme ich den Weg hier. Huchala. Aktiv ist, drücke zum Fortsetzen. Okay. Wenn das Rekordsymbol blinkt, heißt es, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Welchen roten Kreis? Ach, den da, in der Mitte. Okay. Okay. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über die Ereignisse und Ziele zu erfahren. Drücke Tab. Okay. Und dann kann ich... She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage.
She could still be alive. Okay, dann wirklich dann auf. Das ist cool. Oh shit. Jesus. Is no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Boah, das ist laut. Ach Quatsch. Fuck this. Lynn. Pilot. I don't even remember his name. The fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Woher weiß denn dass die lebendig und so? Oh, da geht's lang. Ja, er kennt keine Leute, die ihn doll lieb haben. Gott. Oh, das werde ich doch. Kann ich mir das nicht, weil das kann ich doch bestimmt auf eine andere Taste legen, oder? Alt, links, nach hinten schauen. Ja. Werde ich wahrscheinlich öfter brauchen, oder? Verband anlegen. Oh Gott. Abbrechen, übernehmen, so. Boah, ist das stock. I'm lost and hurt. Keine Ahnung, ob das aus Resident Evil kommt, hier das Ding.
Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Paknots findest. Für immer dein Tom. Da war jemand. Oh. Was war das gerade dem Tier? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ach so, halten. Ja, woran sehe ich denn, wie viele... Ach so, ach, ich sehe unten... Oh, das ist natürlich cool. Zwei Batterien und zwei Verbände. Okay. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen, und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete. Und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht. Vielen Dank, Seenixe. Danke. wo war ich hier? Sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und mein Gebet im Herzen, auf dass der Antichrist in mir erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht. Scheibenkleister. Was macht es nicht besser? Okay, dann können wir uns rausspähen.
Nee, nicht Kinder. Nicht Kinder, bitte. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Türriegel? Oh, bitte nicht. Oh ja, ja, ich bin ganz gut zu Tieren. Spiele den Adventure-Modus, ja. Warum machen die hier kein Licht an? Einfach geblieben, bis es hell wird. Also,